Ein neues Video, meine Lieben. Germany's Next Topmodel, der Talk mit Ikone Kilian Kerner nächste Woche in der Folge zu sehen. Ich freue mich so, aber die Vorfreude muss jetzt erstmal warten, denn ich glaube, wir haben einiges zu besprechen in dieser Folge. Germany's Next Topmodel 2024. Alles anders. Alles neu. Auf geht's in die Casting-Folge. Wir hatten die ersten drei Castings. Es gab Abräumer-Models und es gab Models, die gar keinen Job bekommen haben. Mhm. So wie es in der Realität auch oft ist. Fangen wir an. Das erste Casting war Mike Singer. Mike Singer hat, glaube ich, bei The Voice Kids mitgemacht, nicht gewonnen. Hat aber danach eine Karriere gemacht. Mega-Karriere. Ja, das Casting fing an, dass erstmal alle tanzen mussten. Und dann kam ein Model weiter. Unser Armin. Armin. Und es hat unserem Lukas gar nicht gefallen. Ja, Lukas, also macht man nicht. Weißt du auch selber, hast ja gestern selber bei uns in den Livestream geschrieben, du redest manchmal schneller, bevor du denkst. Das war dann wohl auch so, weil ich habe das schon so empfunden, dass er der Armin schon sehr in die Pfanne gehauen hat. Voll. Dass er dann on-cam sagt, der hatte keinen Bock darauf, weil er nicht tanzen wollte und so. Ja, das ist vielleicht auch keine so eine gute Einstellung von Armin, aber noch beschissenere Einstellung ist es, so zu exposen. Aber ich finde, das war noch harmlos zu dem, was danach noch was uns in dieser Folge geboten wurde. Ich würde aber gerne mal ganz kurz was dazu sagen. Also ich stimme dir natürlich zu 100% zu. Und ich glaube, weißt du, was bei Lukas so ein bisschen das Problem war? Ich glaube, der dachte sich einfach, der hat diesen Job in der Tasche, weil er irgendwie eine Vorerfahrung hat im Tanzen. Das Problem ist natürlich, dass die Vorerfahrung natürlich nicht reicht, wenn du das nicht am Ende auch so rüberbringst, dass der Kunde, in dem Fall Mike Singer, sagt, haut mich vom Hocker. Ne? Also nur die Vorerfahrung reicht dann natürlich nicht. Ich kann es verstehen, dass es dann umso enttäuschender ist. Aber so ist es im Leben, ne? Das ist so im Leben und war nicht cool, aber ist passiert und es schwimmt auch sehr in den Hintergrund, weil I don't give a F passiert ist, aber dazu kommen wir dann später. Dann kamen 6 Models weiter. Armin, Marvin, Khadija, Grace, Senior und Mare. Und dann kam eine Schauspiel-Challenge, die du ja ganz besonders liebst. Oh, ganz ehrlich, das fand ich unglaublich witzig. Soll ich dir auch sagen, warum? Weil ich teilweise das Gefühl hatte, ich habe ja schon in dieser ganzen Woche, bis die Folge ausgestrahlt ist, immer mal so ein bisschen die Kommentare gelesen. Da hat jemand unter meinem Video zum Beispiel geschrieben, Fremdschämen, ne? Also in 19 Staffeln, jetzt wir sind in der 19. Staffel, 19. Staffel Germany's Next Topmodel, sollten wir alle wissen, dass es Schauspiel-Challenges gibt, dass man sich mal schubst, dass man mal so tut, als ob man jemandem eine Schelle gibt. Natürlich hat niemand eine bekommen, ja, in dieser Challenge, außer einmal in dieser besagten Staffel, aber das ist was anderes gewesen, ja. Und dass man das auch nicht erkennt und dass man das in so ein Ort, wo ich mir so denke, da sitze ich dann erstmal so da. Und sowas kriegt wirklich Kopfschmerzen. Voll. Dass den Menschen das auch nicht unangenehm ist, sowas loszutreten, ohne nachzudenken. Egal. Es kam die Schauspiel-Challenge und ich muss sagen, ich habe Armin ja unterstellt, keine schauspielerischen Fähigkeiten zu haben, beziehungsweise kein Talent zu haben, weil ich sein Vorlesen doch immer sehr schwach fand. I'm so sorry, Armin. Ich nehme alles zurück. Du hast es richtig gut gemacht. Du hast da richtig reingefunden. Und ich muss aber auch sagen, alle waren richtig gut. Ich habe das jedem abgekauft. Ich habe auch die Kritik an Marvin überhaupt nicht verstanden, dass das unauthentisch war. Ich fand es total authentisch. Mir hat das sehr gefallen und glaub mir, bei Schauspielerei bin ich sehr, sehr streng, weil ich sagen würde, ich habe da schon ein Händchen für. Ich muss sagen, sie haben mir alle 6 sehr, 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 sehr gut gefallen. Und nochmal, I'm sorry, Armin. Ich nehme das zurück. Fand ich ganz toll. Also ich fand, es war super, das hat Spaß gemacht zuzuschauen, die haben sich Storys einfallen lassen, es hat nicht plötzlich in der Mitte aufgehört, sondern es ging weiter, 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 weiter. Ich fand es ganz toll, hat mir sehr gefallen, war für mich so ein Highlight eigentlich in der Folge. Also es scheitert tatsächlich nur am Vorlesen.
Das Talent ist anders verteilt, ja. Es ist definitiv da. Also das ist, ja, finde ich gut. Ja, dann haben den Job bekommen Marvin und lass mich nicht lügen, Senior? Xenia. Ja. Und ich finde auch, dass es eine gute Auswahl war. Die beiden passen gut zusammen. Ich finde auch das Ergebnis sweet. Also ich bin damit total Ja, finde ich happy auch gut. und sage, dass ich mich extrem für Marvin freue, dass er einen Job bekommen hat. Und ja, ich sage einfach weiter so. Hat er sogar nach dem zweiten bekommen. Es gab ja dann nochmal so ein Designer-Casting. Ja, also ich kann zu diesem Casting nur eine Sache sagen. Mich hat die Aussage so dermaßen schockiert. Und nein, es ist keine Geschmackssache, ob jemand ein Talent zum Laufen hat oder nicht. Man kann sagen, ich mag diesen Walk-Stil nicht. Also ich mag ja den Walk-Stil von Maximilian und Marvin, wenn er zu feminin ist, auch nicht. Und trotzdem ist der Walk gut. Ja. So, Punkt. Und über Linus zu sagen, er hat wohl kein Talent zum Laufen, ich bin wirklich fast vom Sofa gefallen, weil das ist mit Abstand der beste Läufer der ganzen Staffel und er gehört, glaube ich, mit Abstand zu den besten Läufern, auch wenn er jetzt ein Mann ist, die man jemals überhaupt in dieser Show gesehen hat. Das ist Weltklasse-Niveau. Man kann das kaum Ja. besser machen als er. Ich muss ja auch ehrlich sagen, also das ist jetzt haue ich hier wieder raus, ne? Aber ich kann das sagen, ich bin einfach nur Zuschauer und ich habe also Aldin hat ja nochmal was gepostet von dieser Show und dann macht er da vorne die ganze Zeit eine Pose. Ich mache es jetzt mal kurz nach. So, jetzt pass auf. So, und das hat mich so irritiert, dass ich dir nicht mal mehr sagen konnte, was der eigentlich für Klamotten anhatte, worum es ja eigentlich gehen soll, weil ich irgendwie nur auf diese komischen und ich mir die Frage stellte, hatte er Rückenschmerzen oder was war's, dass ich mir dann so die Frage gestellt habe, ist jetzt eine ganz steile These, geht es hier überhaupt um die Kleidung? Dieses Fragezeichen. Posing ist eigentlich auch eher wirklich bei Couture angesagt. Und Couture ist ein Wort, da muss ich als Modemacher sagen, das muss man sehr ernst nehmen. Couture ist wirklich eine Klasse für sich. Und da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, das in den Mund zu nehmen. Deswegen, mir hat diese Art der Präsentation auch nicht gefallen. Das ist nicht modern in der heutigen Zeit, außer man macht wirklich Couture, Couture, Couture. Und deswegen, ja, ich muss sagen, mich hat das Casting nicht so ganz abgeholt, leider. Fand ich die anderen beiden Castings wesentlich spannender. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich war einfach raus, als das mit Linus gesagt wurde, weil das einfach absurd ist. Das Ja. hat nichts mit Geschmack zu tun. Das ist einfach, man kann wirklich, wie gesagt, man kann sagen, ey, den Walk mag ich nicht oder ich stehe nicht auf diese Art von Walk. Aber Vollkommen that's it, aber legitim, mehr auch machen nicht. wir auch Ja. hier. Aber zu sagen, das ist nicht seine Stärke, egal, ich reg mich sonst nur wieder auf und das Lass machen uns wir über nicht. Sleek Magazine sprechen. Ja, das fand ich ein sehr lustiges Casting. Ich muss sagen, Khadija hat den Job bekommen. Ich muss da jetzt so vorgreifen, weil mir fällt direkt ein, ich habe gedacht, die kriegt den Job niemals, weil die war so hektisch auf dem Boden, wie sie da fotografiert hat. Also die Posen, das ging mir persönlich alles viel zu schnell. Dem Kunden hat es aber gefallen. Deswegen hat sie alles richtig gemacht. Und ich finde, wenn ich das Endergebnis sehe, auch das ist total gut. Ich war trotzdem ein bisschen überrascht, dass gesagt wurde, man sucht kein kommerzielles Model. Ich finde Khadija mit am schönsten von allen Frauen dort, aber ich finde schon, dass sie relativ kommerziell ist. Also ich finde sie mehr kommerziell als Fashion. Die kann auch Fashion, hat sie ja gezeigt. Mich hat die Aussage ein bisschen irritiert, aber ich fand das Casting komplett unterhaltsam. Ich fand, das war eine coole Idee und einfach Sleek, muss man einfach sagen, ist ein mega fetter Job. Das ist im Portfolio als Model im Sleek Magazine zu sein. Herzlichen Glückwunsch, das ist schon A-Klasse. Also das lesen wirklich, wie die ja auch gesagt haben, auch ganz viele wichtige Menschen aus der Branche. Und es ist ganz toll für die beiden. Auch für IMGWM und Khadija, dass sie diesen Job bekommen haben, fand ich super.
Ich muss nur sagen, dass im Laufe der Folge das Foto von Maximilian sehr zu ihm gepasst hat mit diesen Hörnern, mit diesen Teufelhörnern, weil er wurde ja ganz schön zum Teufel, der Yes. kleine Maximilian. Es ging darum, ich möchte das auch nochmal aus meiner Perspektive erklären, weil man mich vielleicht auch so ein bisschen missverstanden hat. Es ging ja darum, dass sie in dieses Loft gezogen sind in Los Angeles und dass quasi Heidi in einem Brief hinterlassen hat, so nach dem Motto, wer zuerst malt, malt zuerst. Also jeder kann sich ein Zimmer aussuchen, wie er möchte. Dann hat sich Lukas ein Zimmer ausgesucht mit dieser schönen Fensterfront, wo er schlafen wollte. Und dann kam Maximilian und seine Crew rein und wollten dieses Zimmer für sich beanspruchen. Und das in einem Ton, der nicht sonderlich nett war. Ist das erstmal einleitend gut zusammengefasst? Das ist super zusammengefasst und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin immer wieder sprachlos über diese Bettensituation. Wir haben das jedes Jahr und ich meine, die kommen da in das krasseste Penthouse, was man sich vorstellen kann. Ich meine, was ist das für eine Heimat für Wochen, dort zu sein, mit Pool, mit einem Ausblick über ganz Los Angeles, ja, ganz ehrlich, ich würde mich ins Klo legen mit einer Decke und dort schlafen. Mir wäre das so scheißegal, welches Bett ich kriege, wenn ich dort meine Zeit verbringe, wenn ich dort quasi nach der Arbeit hinfahre, mit so vielen Leuten zusammen bin. Sogar diese Freiheit besteht, ich kann mir da aus dem Weg gehen, weil es einfach so riesig ist, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sich über Betten zu streiten. Das ist für mich unsagbar dumm. Es ist einfach nur hohl in der Birne. Dass ich mich frage, warum nehmt ihr euch immer alle so Aber wichtig? danke, dass du das mal sagst, wenn ich einhaken darf. Das war, glaube ich, auch mein Punkt, den ich meinte. Weil, pass auf, ich sehe das erstmal genauso wie du, dass es da, also da gibt es schon mal nichts zu diskutieren. Und dieses Loft besteht aus einer Fensterfront, da gibt es überall Betten quasi am Fenster. So, jetzt hat natürlich Maximilian und seine Gruppe nicht das Recht, zu Lukas zu sagen, du musst jetzt das Zimmer verlassen. Aber was ich nicht verstanden habe, das ist nur mein Gedankengang. Wenn du in einer Gruppe bist, ja, dann kannst du entweder deine einzelnen Bedürfnisse immer an erste Stelle stellen? Das kannst du machen, so wie Maximilian das getan hat und so wie Lukas das für sich aber auch getan hat. Die Frage ist, ob das natürlich irgendwie auf Dauer gut geht. Wenn jetzt der Maximilian natürlich bei mir so komisch angekommen wäre in dem Ton, wo ich sagen würde, pass mal auf, mein Freund, ja, du willst gerade was von mir und nicht umgedreht, dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, wenn man dann sagt, nein, möchte ich nicht. So, aber warte, nur den letzten Satz noch. Aber ich hatte bei Lukas natürlich auch das Gefühl, dass er von Anfang an, bevor überhaupt was gesagt hat, sich so auf die Hinterfüße gestellt hat, so nach dem Motto, ich möchte nicht tauschen, weil es da irgendwie auch schon auf Teneriffa eine Vorgeschichte gab. Wir alle erinnern uns dunkel dran, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg von beiden. Es ist absolut auch von Lukas nicht der richtige Weg gewesen. Ganz ehrlich, ich an Lukas Stelle, ich meine, er war der Schlauere, ganz ehrlich. Er ist einfach irgendwann gegangen. Ja, wir dürfen auch Marvin nicht außer Acht lassen, der sich sehr erwachsen gehalten hat. Er hat das sehr vernünftig rübergebracht. Natürlich, wenn Lukas immer das Gefühl hat, er muss zurückstecken, ist das kein geiles Gefühl. So, aus der Sicht kann ich das verstehen. Er hat sich auch kindisch verhalten. Aber ein kindisches Verhalten ist etwas anderes, wie das, was danach passiert ist. Und ich habe es mir nochmal angeguckt. Da waren einfach Momente dabei, die so unter aller Sau waren. Dieses I don't give a F, dieses wie er dann im Bett lag und dann, ich weiß nicht mehr, ob der hämisch gelächelt hat oder so, mit der Hand gemacht hat und dann auch so, ich kriege, was ich will und ich nehme mir, was ich will, wo ich echt sage, Junge, es geht hier nicht um dich, es geht um eine Gruppe. Genau, das, ja. Wie du auch schon sagst, ja, wäre ich da gewesen, hätte ich vielleicht anders als Lukas gehandelt. Wir kennen aber die Vorgeschichten nicht, war auch kindisch, aber das, was Maximilian abgezogen hat, war nicht nur kindisch, das hat für mich einen Charakterzug gezeigt, der hoch egoistisch ist und der auch einfach hoch unsympathisch ist. So, ich habe keine Ahnung, was ihn an diesem Tag geritten hat.
es hieß ja gestern dann direkt, ich soll jetzt mal aufhören, ich würde immer auf ihm rumhacken und mag ihn ja nicht. Ganz komisch, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, ihn nicht zu mögen. Vielleicht werde ich langsam schizophren, aber bis gestern mochte ich diesen Typen extrem gerne. So, vielleicht mag ich ihn auch nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Das kann sein, aber ich muss gerade sagen, das war mir eine Spur zu viel. Es ging einfach nur um ein blödes Zimmer. Also dann nehme ich meine Matratze, lege mich mal anders hin. Das gilt für Lukas auch, aber ich muss sagen, dieses, ja, und Heidi hätte das bestimmt gefeiert, wenn ich um mein Zimmer kämpfe. Weißt du, ich glaube, Heidi hatte vielleicht sowas zu Hause mal, als ihre Kinder 5 bis 8 waren. So, also I'm so sorry, da bin ich echt raus. Ich mag das nicht, aber weil das für mich auch so ein bisschen dieses Ding ist, wie wichtig kann man sich denn als einzelne Person immer nehmen? Also, keine Ahnung. Ich finde, ja, man geht dahin, um auch egoistisch zu sein, um zu gewinnen. Ja. Absolut. Aber dann gewinne auf dem Spielfeld und nicht ja. in so einem Zimmer. Und ich finde, keine Ahnung, ja, ich bin mein eigener Chef. So. Aber ich gehe auch manchmal zu Jobs, wo ein Team ist, wie beim Drehen von 120 Leuten, ja, wie jetzt in Thailand. Und da gab es auch eine Situation, die für mich, ich würde nicht sagen Nachteil hatte, aber die etwas bedeutet hat, was für mich wesentlich mehr Aufwand bedeutet hat. So. Und ich hätte ganz klar sagen können, nee, mache ich nicht. Aber ich finde, man muss ein Teamplayer sein und ja. sagen, ey, come on. Es geht hier einfach um 2-3 Stunden, kneif deine Arschbacken zusammen und mach's einfach. Aber das ist genau das, was du sagst. Genau das meine ich. Die aber ja. irgendwie, also ne, auf gar keinen Fall alle, weil ich finde, viele haben das auch ganz toll da gelöst. Aber wenn man so ein Ego-Problem hat und ich will ihm überhaupt nichts unterstellen, vielleicht war das auch eine komplette Ausnahmesituation und Max ist eigentlich nicht so. Ja, das mag sein. Aber das, wie, was er für Sprüche da abgelassen hat, das ist so dieses Gleiche wie, ich muss mich immer exposen und ich bin das wichtigste Element hier auf diesem Universum. Und das ist er einfach nicht. Das sind wir alle nicht. Das ist nobody. Das ist Verhalten. Ich kann sowas in meinem beruflichen Leben nicht ertragen. Ich kann das in meinem privaten Leben nicht ertragen. Jeder hat mal Momente, wo er durchdreht. Ganz klar, auch ich habe das, du hast das, wir beide haben das zusammen. Aber das war einfach nicht schön. Aber vielleicht sollte ich meine Klappe halten, weil wir sehen ja, wir haben ja in der Vorschau, dass ich jetzt wahrscheinlich nächste Woche auch nicht immer nur so nett bin, ne? Ja, aber ich finde, du hast es sehr gut beschrieben. Ich finde, das ist auch so ein bisschen die Krankheit unserer heutigen Zeit, dass sich alle sehr wichtig nehmen bei jedem Thema. Also, ne? Das ist, und ich glaube, das wird auch in naher Zukunft, oder nicht nur naher, also generell in Zukunft noch zu viel mehr Konflikten führen, dass man nicht das große Ganze sieht, sondern immer nur sich immer selbst. Nur sich? Ja. Ja, ich muss immer das krasseste Outfit anhaben, ich muss immer das krasseste Make-up haben, ich muss immer dies, ich muss immer das, ich muss. Das Leben besteht aber in vielerlei Hinsicht einfach aus Kompromissen. Ja. Und aus mehr Menschen als man selber. So, ich finde, die können egoistisch sein auf dem Spielfeld dort. Ja? Ja. Immer das Beste geben, um zu gewinnen oder so weit wie möglich zu kommen, um sich eine Karriere aufzubauen. Aber bitte nicht bei den Betten. Also ich bin echt mal gespannt, wann es mal eine Staffel geben wird, wo das nicht so passiert wie jetzt. Ja, wahrscheinlich nie. Wir sollten 2 Dinge ansprechen. Kann man zu einem Stylisten gehen und sagen, kann ich neue Schuhe haben? Und was die Sache mit dem Klebeband auf sich hat. Hat mich übrigens, ja, da darf ich mal ganz kurz vorab was zu den Schuhen sagen, weil das hat mich maximal irritiert, weil als das der Christian Cohen gesagt hat, dann dachte ich mir so, Moment mal, die Models bekommen ja eigentlich immer beigebracht, dass das angezogen wird, was sie angezogen bekommen. Und jetzt sagt er denen plötzlich, naja, ihr hättet ja hingehen können, hättet nach anderen Schuhen fragen können. Da dachte ich mir so, Moment mal, das hätte ihnen auch negativ ausgelegt werden können. Also, es ist so, es kommt immer wieder vor, ne, du bestellst zum Beispiel, ich erkläre das jetzt mal, wie es bei uns ist. Ja, bitte. Ich entwerfe die Schuhe für New Tamaris und gebe immer relativ früh durch, ich brauche 10 x 39, 10 x 40, 7 x 41,
4x38, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja? Weil das so die Erfahrungswerte sind. Dann passiert es aber manchmal, dass auf einmal 14 Mädchen Schuhgröße 39 haben. Da kann man die Schuhe leider nicht mehr herzaubern. Und dann muss man gucken, wo kann man das hinbekommen? Und natürlich redet man auch mit dem Model oder wir reden auch mit dem Model. Ist der Schuh zu klein, zu groß? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und die meisten Models kneifen ihren Allerwertesten zusammen und ziehen das Ding auch durch. Ob man da jetzt unbedingt so hingeht und sagt, ey, der Schuh passt überhaupt nicht, kann ich bitte einen anderen haben? Das muss man auf eine ganz vorsichtige Art machen. Ich kenne das jetzt auch nicht so unbedingt. Aber noch mehr als dieses Thema hat mich das mit dem doppelten Klebeband irritiert. Ich liebe Christian Korn und vielleicht ist bei seinen Shows alles anders, aber ein Model muss, wenn es für eine Show gebucht wird, nicht dafür sorgen, dass die Bubis oder der Hintern oder was weiß ich auch nicht rausrutschen. Das ist die Aufgabe meines Teams. Wird das verkackt, ist es nicht das Model schuld, sondern das Team. Klar, sie hätte ihren Träger hochnehmen können. Das macht man auch. Sie war einfach übervorsichtig, weil sie natürlich gedacht hat, man soll an den Klamotten nicht rumzupfen, das elegant wieder hochmachen, bevor du da nackt stehst. Bitte mach das. Aber wenn das Kleid festgeklebt werden soll und es ist nicht auf dem roten Teppich und das Model ist dafür selber verantwortlich, sondern bei einer Show, ist es nicht die Aufgabe eines Models. Weil ein Model, wenn es gar keine Ahnung hat, klebt sich das Teil irgendwie drauf, packt den Look fest und der Look klebt da so dran. Das möchte niemand. So, ich weiß auch nicht, wie Christian das gemeint hat. Das hat mich auch sehr, sehr irritiert. Ja, das mit den Schuhen, also wenn ich mich jetzt auch bei dir mal dran erinnere, wenn ihr diese, ich meine, ihr habt das ja alle gesehen, wir haben doch so viele Fitting-Videos, guckt euch doch mal diese Fitting-Videos gerne nochmal an, da ist ja auch diese Schuhthematik und da guckst du und ja auch das Team immer drauf, ob das mit den Schuhen matcht, so wie du es gerade gesagt hast, ne? Also, weil es ja auch in eurem Interesse ist. Ach, ich muss mich da ein bisschen rausnehmen, das ist wirklich die Aufgabe vom Team, wie die das da lösen, weiß ich nicht. Mhm. Man kann auf jeden Fall was sagen. Ja. Also, das ist okay, wenn man sagt, ey, der Schuh passt nicht, aber es ist dann die Entscheidung vom Team, haben wir noch einen anderen oder nicht, oder nicht mal eine Entscheidung. Manchmal ist es einfach so, dass es keinen mehr gibt. So. Man muss jetzt nicht komplett den Mund halten, aber am Ende musst du das machen, was der Designer will. Aber man kann schon mal was sagen. Aber ich verstehe auch Models, wenn die sich das da am Anfang nicht trauen, weil es ist auch, selbst wenn man nachher viel Erfahrung hat, da hinten ist es so stressig, da hat man auch manchmal einfach, ne, dann den falschen Moment und so. Und aber es ist die Realität, es kommt oft vor, dass Schuhe zu klein oder zu groß sind. Das ist tatsächlich die Realität, ja. Ja, ja, kommen wir doch zu den Walks. Leute, ich habe mir auch diesmal nicht alle aufgeschrieben. Das können wir auch nicht machen, weil es wird ja immer gesagt, geht nicht auf den einen, geht nicht auf den einen, auf die. Leute, wir sind da noch bei 30 Leuten. Das funktioniert nicht. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgeschrieben. Maximilian ist super gelaufen für das, was Christian Korn wollte. Bei Christian Korn, wenn man sich die Shows anguckt, da sind die Walks auch spezieller und nicht so clean. Der mag das. Da konnte er seinen femininen Walk, den er super macht, gut platzieren. Dass er als erstes rausgegangen ist, verstehe ich auch bei Christian Korn. Ich glaube, das ist ein Model, was sehr zu ihm passt. Das gleiche Spiel bei Marvin. Sein femininer Walk ist auch mega. Ich sage trotzdem, in der breiten Masse bei Shows wird es nicht funktionieren. Lea, ich fand sie super. Natürlich hätte sie mehr mit dem Kleid spielen können, dass man das sieht. Aber ansonsten, finde ich, hat sie es gut gemacht. Ja. Ja. Möchtest du auch was sagen? Nö, ich hake dann einfach rein. Ich höre dir erstmal zu. Okay. Dominik mit den langen Haaren noch, Schätzelein. Das war krass, ne? Das Große hoch anzurechnen ist dir aber, dass er sich im Gesicht hat definitiv nicht anmerken lassen. Das fand ich super, aber der Walk war eine Vollkatastrophe. Das war wirklich krass, ja. Ja, und dann kam Frieda und ich muss einfach sagen, Frieda gehört auch für mich mittlerweile mit zu den besten Läufern der ganzen Staffel. Der macht das
Ja, Super. voll. Ganz toll. Jermaine fand ich war auch ein guter Walk. Der hat auch wieder einen tollen Blick gehabt. Ich fand die Pose am Ende zu viel. Der hat sich da zu viel hin und her bewegt. Aber ich glaube, wenn man Jermaine sagt, pass auf, mach das einfach clean, auch perfekt. Kann man nicht besser machen. Yusufa, ich kann mir das langsam nicht mehr so ganz mit ansehen. Dieser Mensch ist so wunderschön, aber den muss man mal durchschütteln. Der muss mal zum EMS-Training gehen oder so und seine eingefrorenen Glieder vielleicht ein bisschen wachrütteln lassen. Es ist so schade, weil der so einen krassen Look hat, dass der bei allem so verkrampft und versteift ist. Ich glaube, das bekommt man ehrlich gesagt auch nicht mehr raus. Also, da sind jetzt schon so viele Wochen vergangen und ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe da auch nicht so wirklich eine Entwicklung, leider. Also. Nein, ich sehe leider auch keine Entwicklung. Und bei ihm finde ich es schade, weil ich finde, der ist so, der sieht so special und so cool aus. Ich glaube, dass der nicht mehr talentfrei ist, glaube ich wirklich nicht. Der muss nur mal locker Ja, machen. Der ja. ist einfach zu verkrampft, meiner Meinung nach. Ja, dann gab es halt, ne, der Dominik, der andere Dominik hat super gemacht, Grace hat super gemacht, Nuri hat es meiner Meinung nach gut gemacht, Mare fand ich eher so ein bisschen mittelmäßig. Süß waren mal wieder die Zwillinge, die ja wieder ihre Special Appearance hatten. Der eine läuft da falsch rum raus, der andere läuft da falsch rum raus. Also, dass die das auch noch beide unabhängig voneinander gemacht haben, ist irgendwie, also was haben die beiden denn bitte? Ich meine, so kompliziert war es jetzt eigentlich nicht, ne? Nee, aber was haben die beide bitte sogar für eine Verbindung, dass sie gleich, sogar gleich einen Fehler machen? Ich glaube, das ist unfreiwillig einfach verknüpft. Das ist so verknüpft, aber ich bin ja Fan, ich liebe die ja. Ja, Aldin war super selbstsicher natürlich. Was soll ich zu Linus sagen? 1A mit 5 Sternchen. Auch Armin hat mir sehr gut gefallen, der kann laufen. Bisschen weniger Wippen, aber ansonsten, Armin hat großes Talent zum Laufen, muss ich wirklich sagen, es gefällt mir. Auch seine Blicke auf dem Catwalk sind genau da, wo sie hingehören. Gefällt mir sehr, sehr gut. Stella, muss ich sagen, Stella, mein Schätzchen. Ich fand dich schon mal besser. Ich finde auch, dass bei ganz vielen Leuten finde ich, dass die sehr zu Christian Cowan passen. Auch Aldin und so sah mega aus. Marvin sah mega aus. Maximilian sah super aus. Khadija hat für mich auch einen, wenn nicht den besten Walk von den Frauen gehabt. Das sah alles ganz toll aus. Ich finde, Stella ist nicht Christian Cowan. Ich finde, irgendwas hat da nicht so gematcht. Ich glaube, die ist zu klassisch dafür. Ich finde das nicht, dass die nicht zu den Looks passt. Aber das wird nie so sein, dass jedes Model dort zu dem Designer passt. Es ist gar nicht möglich, weil es gibt keinen Designer, wo jedes Model passt. So, und ich finde, das war der Fit, der am wenigsten stark war. Ich finde zum Beispiel ja eigentlich auch, dass Linus sehr klassisch ist, aber ihm habe ich diesen Look abgekauft. Ich habe Stella eher Kaviar Gauche abgekauft. Das konnte sie für mich richtig gut rüberbringen. Die ist eine Kaviar Gauche-Frau. So, diese Eleganz, dieses Schöne. Und ich finde Christian, ich liebe seine Sachen, aber der ist einfach sehr ausgefallen und sehr frech. Die Looks sind ja wirklich sehr frech im positiven Sinne. Das passt nicht so zu Stella, finde ich. Weil du gerade sagst, die Looks sind frech. Ich bin übrigens immer sehr irritiert. Ich lese ja immer so gerne Kommentare und natürlich die breite Masse der Zuschauer, ich glaube, das dürfte jetzt uns alle nicht überraschen, versteht natürlich diese Looks nicht. Also die, ich glaube, die verstehen gar nicht, dass das teilweise Kunst ist, dass das auch Outfits sind, die ja quasi die Stars auf einer Bühnenshow tragen, auf dem Red Carpet oder wo auch immer, sieht man ja. Und dass das keine Looks sind, die man auf der Straße tragen soll. Das Da wollte bräuchten wir ich, auch keine ja. Modenschauen, wenn wir immer nur Jeans und T-Shirts Ja. sehen wollen. Also jetzt mal ein Ernstes. Christian Cohen ist ein wirklich wahnsinnig guter Designer. Und es macht so viel Sinn, was der da auf dem Runway zeigt. So. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, ja, weil ja oft Aber diese Frage aufkommt. das kann Also, er ja schon seit Jahren. ja, ich möchte es nur immer mal wieder reinwerfen. Zweifel. Wir kommen ja immer, kommen mal ein paar Leute dazu. Also, ich werde jetzt auch nicht in dem Schneekugel-Look auf der Straße rumlaufen, den Nein, aber das Khadija, ist so, aber stell dir das einfach bei Shootings vor. ja. Wie geil kannst du diese Bälle inszenieren? Ja. Das ist einfach, das ist Kunst, das ist Auslebung von
Gefühlen, das ist Auslebung von seinem, was in seinem Kopf passiert. Und ich finde ihn wahnsinnig, abgesehen, dass er sehr sympathisch ist, ist es einfach ein wahnsinnig begabter Mann. Ja. So. Ich mag den auch. Ja. Keine Entscheidung. Hätte mich ja ein bisschen gestört als Kandidat. Warum? Naja, weil ich mir immer so denke, pass auf, kann ich dir genau erklären. Ich denke mir immer so, jetzt hast du da als Beispiel performt. Du hast eine gute Leistung abgeliefert. Natürlich nicht alle, ja. Du hast vielleicht im besten Fall noch einen Job bekommen, wo du dir so dachtest, so, oh, jetzt habe ich einen Job bekommen, jetzt habe ich einen guten Walk gehabt und dann fliegt niemand und nächste Woche ist wieder alles nicht ganz auf Null. Aber du weißt, was ich meine. Es zählt ja trotzdem die Woche. Und dann denkst du dir so, okay, du hast jetzt eine Woche mehr. Ja, da sind wir dann Show. Wieder beim Thema. Nimm dich nicht so wichtig. Ja, aber am Ende kann nur eine oder ja, einer. Heidi wird dann eben 100 Stück auf einmal rausschmeißen. Oh Gott, das aber wär's. Das wär's. Sie ist der Boss und wenn sie jemanden nicht rausschmeißen will, dann schmeißt sie jemanden nicht raus. Wäre auch für die natürlich blöd gewesen. Ich meine, gerade in L.A. Ja, in L.A. angekommen, ne? Ja, gerade, also ich muss sagen, dass ich das total lieb von ihr. Ich find's auch nett. Auch sagen, ey, die sind gerade angekommen und was anderes außer dem Walk können wir auch nicht beurteilen. Ich fand das ehrlich gesagt super. Ich fand's auch nett. Ich bin mal gespannt, ob wir in der nächsten Folge einen O-Ton von Lukas bekommen werden, der im Interview sitzt und sagt, dass er es schade findet, dass die Konkurrenz nicht kleiner geworden ist. Wird ja, aber jetzt... er hätte ja auch fliegen können. Das stimmt. Er hätte auch keinen Job bekommen. Ja. Leute, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Woche. Oh, das wird. Oh mein Gott, das wird krass, ja. Also, seid gespannt. Wir sehen uns. Beobachtet diese Woche mein Instagram. Folge 9 Germany's Next Topmodel. Es wird explosiv. Bis dahin. Tschüss.